Herzlich willkommen, meine Freunde, zum Rückblick des ersten Tages der E3. Und wie ich angekündigt habe, werde ich ausschließlich auf Highlights und Überraschungen oder Totalausfälle zu sprechen kommen. In diesem Fall fangen wir natürlich an mit der Microsoft-Präsentation, denn damit startete die E3. Und am Anfang wurde Live-Gameplay von Call of Duty Advanced Warfare gezeigt. Das sah echt verdammt nochmal fett aus, das kann man gar nicht sagen. Leider konnte ich das nicht zeigen, denn das war auch eines der ersten Dinger, die ich nicht hochladen konnte. Ist ein bisschen schade, wahrscheinlich gibt es gerade Gameplay-Material zu sehen aus dem Trailer halt. Sah auf jeden Fall schon mal sehr geil aus. Dann gab es die Info, dass es den Nürburgring für Forza Motorsport 5 ab sofort kostenlos gibt. Das werde ich aber jetzt hier nicht näher erläutern. Dann wurde Forza Horizon 2 vorgestellt, was am 30. September diesen Jahres rauskommt. Dann wurde auf Evolve eingegangen, ein Multiplayer-Spiel von den Left 4 Dead-Machern. Dann kommen wir wieder zu einem Highlight, und zwar Assassin's Creed Unity. Und ganz ehrlich, ich habe mittlerweile eigentlich genug gesehen von Assassin's Creed. Es ist immer solide gewesen, es hat auch immer Spaß gemacht, aber es brauchte mal was Neues und alter Vater, dieses Gameplay-Material, was ich gesehen habe, war so geil. Es sah wirklich, das war Next Gen vom Feinsten, es sah megamäßig aus und es ist möglich, ein 4-Spieler-Koop-Gameplay zu machen. Also, ihr könnt mit 4 eurer Freunden auf Meucheljagd gehen und das ist einfach geil. Das sah so geil aus, diese Live-Präsentation, denn es war eine Live-Gameplay-Präsentation. Und es war echt Wahnsinn. Das macht schon jetzt einen monsterguten Eindruck. Und auf das Spiel freue ich mich auf jeden Fall. Und ich denke mal, das wird auch ein Pflichtkauf für mich werden. Auch wenn ich jetzt Black Flag nicht gespielt habe. Trotzdem, Unity ist für mich schon mal ganz weit oben. Und eine der absoluten Überraschungen auf der E3. Denn meine Erwartungen waren gar nicht so hoch, aber die wurden auf jeden Fall getoppt. Dann ging es weiter mit der Ankündigung, dass Dragon Age Inquisition, dass die DLC-Content-Sachen zuerst auf der Xbox One veröffentlicht werden. Das juckt mich eher weniger, denn sie kommen sowieso irgendwann für PC oder PS3 oder PS4. Spielt eigentlich keine große Sache. So, dann kam Sunset Overdrive, wo ich ja gesagt habe, das Spiel ist für mich nichts und ich finde es nicht besonders gut. Und es ist halt exklusiv für die Xbox One, aber ich muss mich ein bisschen korrigieren. Sunset Overdrive sah richtig geil aus, als es präsentiert wurde. Da muss ich wirklich zurückrudern und zugeben, da habe ich mich wohl geirrt. Es ist trotzdem nicht mein Geschmack, aber es ist durchaus sieht's geil aus. Also wenn ich eine Xbox hätte, so viele geile Sachen gibt's im Moment noch nicht. Und wenn dann Sunset Overdrive vielleicht so für 20, 30 Euro zu haben ist, ja, warum nicht? Sieht gut aus. Dann ging es weiter mit einem kurzen Ausblick auf Fable Legends, das Online-Fable. Die Multiplayer-Beta wird wohl Weihnachten starten, so war es zumindest im Trailer zu sehen. Dann ging es weiter mit Project Spark, ein kunterbuntes Spiel. Ehrlich gesagt weiß ich selber nicht, welchem Genre das angehört. Ist es jetzt ein Rollenspiel? Ist es ein Adventure? Das war irgendwie aus dem Trailer nicht ersichtlich. Das Ganze kommt für Xbox 360, Xbox One und PC raus. Hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, aber sah jetzt auch nicht total scheiße aus. Weiter ging's mit Ori and the Blind Forest. Es sah aus wie ein Indie-Projekt und es sah wirklich sehr, sehr liebevoll gestaltet aus. Das kann man nicht anders sagen. War aber jetzt auch keine extreme Bombe, die da released wird. Dann wurde über die Halo Master Chief Collection gesprochen, die am 11. November 2014 für die Xbox One rauskommt mit, ich glaube, über 100 Multiplayer-Maps oder so. War auf jeden Fall eine dicke Ankündigung von Microsoft. Gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, weil ich will ein bisschen voranmachen, denn es gab ja einiges gestern. Und Halo 2 kommt auch als Anniversary Edition für die Xbox One heraus. Wurde kurz danach noch angekündigt. Halo 5 Guardians Beta kommt auch zur Weihnachtszeit. Inside, das Spiel Inside, kommt Anfang 2015. Sah
schon um einiges interessanter aus, auf jeden Fall. Sah zwar auch wieder nach Indie-Projekt aus, aber machte einen soliden Eindruck. Unter dem Slogan ID at Xbox Title sind ganz, ganz viele Indie-Spiele gewesen, die da vorgestellt wurden in einem Trailer. Alles wild durcheinander gemischt, wovon ich persönlich jetzt kein Spiel gesehen habe, wo ich sage, boah, das sieht echt geil aus. Da würde ich auf jeden Fall wahrscheinlich zugreifen, wenn es soweit ist. Und dann sind wir beim nächsten Highlight. Und zwar wurde ein Trailer von Rise of the Tomb Raider gezeigt. Und das Spiel ist natürlich der Nachfolger von dem aktuellen Tomb Raider. Und in dem Trailer sprach Lara Croft mit ihrem Therapeuten. Der Trailer sah ziemlich geil aus. Das Spiel hat mich persönlich vollkommen überrascht. Es war nichts bekannt von dem Spiel, soweit ich weiß. Jedenfalls habe ich davon noch gar nichts gehört. Es soll im Winter 2015 rauskommen und ich muss sagen, der Trailer hat schon mal sehr viel Vorfreude geweckt. Denn, ja, Lara sieht wie immer ziemlich nice aus und viel falsch machen können sie eigentlich nicht. Das Reboot von Tomb Raider war ziemlich geil und da muss schon vieles schief gehen, wenn sie das Ding gegen die Wand fahren. Also das war die erste richtig, richtig dicke Überraschung. Weiter ging es dann noch mit Phantom Dust. Boah, ja, ist halt ein Remake, nicht wahr? Aber ja, ist jetzt nicht so meins gewesen. War okay, kann man sich mal angucken, den Trailer. Aber nichts Besonderes. Genauso wie Scalebound. Auch Xbox. Natürlich nicht Xbox One exklusiv, aber auch das Spiel hat mich völlig kalt gelassen, muss ich sagen. Das heißt nicht, dass mich das Spiel auch in einem halben Jahr noch kalt lässt, wenn es nochmal gezeigt wird oder so, aber der Ersteindruck ist so, brauche ich jetzt nicht. Hätten sie sich auch klemmen können. Und als letztes wurde noch ein Exklusivtitel gezeigt, den fand ich zum Beispiel ziemlich cool und ziemlich stylisch vom Trailer her, und zwar Crackdown. Crackdown und fertig, also kein Crackdown 3, es gibt ja den ersten und zweiten Teil, es ist einfach nur Crackdown, Open World, Co-op, Multiplayer, alles mögliche ist dabei, viel Krach, viel Explosion, viel Action, und der Trailer war auf jeden Fall ziemlich gut. Das Spiel würde ich aber nicht mehr als befriedigend geben. Und ja, dann war es das auch mit der Pressekonferenz von Microsoft. Ich muss sagen, sie war solide, sie war okay. Hatte mit Tomb Raider natürlich eine dicke Überraschung. Aber da das nicht exklusiv sein wird, gilt das natürlich auch für die anderen Konsolen. Das ist ja genauso eine Überraschung für PS3 oder PS4 oder PC, das macht ja keinen Unterschied. Aber Microsoft hat da natürlich einen dicken Punkt gemacht irgendwie schon auf der Pressekonferenz. Und als Überraschung muss ich sagen, es wurde kein Halo 5 Guardians Trailer oder sonstiges von Halo 5 gezeigt. Es wurde nur angekündigt, dass zu Weihnachten die Beta-Version kommen soll. Tja, das ist schon ein bisschen mau. Also da hätte ich gedacht, kommt schon was Dickeres. Wobei Halo mich persönlich ja nicht interessiert, aber ich weiß, dass es natürlich eine extrem riesig große Fanbase hat. Und die dürfte ziemlich enttäuscht worden sein. Vielleicht ein bisschen entschädigt durch die Master Chief Collection, die angekündigt wurde, mit echt unglaublichen über 100 Multiplayer-Maps. Das muss man sich mal überlegen. Das läuft auch auf 1080p und 60 Bildern pro Sekunde. Hat, glaube ich, einen Gamerscore von um die 4000 Punkte. Das ist schon ziemlich, ziemlich dick, aber wir wollen die Microsoft-Pressekonferenz damit ad acta legen und uns weiteren Themen widmen. So, und nach dem guten alten Microsoft kam dann auch die EA-Pressekonferenz und direkt starten die Leute von EA mit Star Wars Battlefront, wo es leider überhaupt kein Material zu sehen gab, sondern einfach nur so ein bisschen hinter den Kulissen, wie daran gearbeitet wird, deshalb gehe ich da nicht näher drauf ein, weil ich habe nichts gesehen, was mich irgendwie begeistern konnte. Ziemlich enttäuschend das Ganze. Ist natürlich ein bisschen, man weiß nicht, lohnt es sich überhaupt was zu zeigen, sonst sind die Leute vielleicht noch mehr enttäuscht, ja. Denn was bringt es dir, wenn du Battlefront zeigst
Und die Fans erwarten wer weiß was und die Erwartung kann man zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht erfüllen. Also ein richtiger Minuspunkt ist es nicht, aber es ist halt verdammt schade. Danach wurde Mass Effect, ein neues Mass Effect angekündigt. Das feiere ich ja schon mal sehr, dass Mass Effect angekündigt wird. Denn dieses Science-Fiction-Rollenspiel ist für mich das beste Science-Fiction-Rollenspiel. Es gibt kein besseres als Mass Effect 1, 2 und 3. Wobei, bei 3 kann ich es noch nicht sagen, das fehlt mir noch. Ich wollte es sogar Let's Playen, ich komme nur nicht dazu. Aber irgendwann, far, far away, da wird das noch kommen. Jetzt sind erstmal andere Projekte geplant, aber Mass Effect leider ganz, ganz wenig Ingame-Material. Das, was zu sehen sah, sah gut aus, aber ein Urteil ist unmöglich, sich zu bilden. Ja. Dann die Sims 4. Gameplay-Material von die Sims 4 sah sehr, sehr gut aus. Ich glaube, alle, die Sims gut finden, wie gesagt, habe ich, glaube ich, in dem Countdown gesagt, werden auch die Sims 4 richtig feiern können, denn ja, bei Sims kannst du doch eigentlich, kannst du diese Marke nicht an die Wand fahren. Außer du machst es einfach viel, viel schlechter als in Sims 2 oder so. Eigentlich ein Unding, dass dieses Franchise gegen die Wand zu fahren. Kommt am 2. September schon raus. Sieht auch wirklich gut aus. Könnte spaßig werden. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf und meine Freundin wahrscheinlich auch, denn Sims ist ja nicht nur ein Spiel für Männer, sondern auch ein Spiel für Frauen und ja, sie freut sich auf jeden Fall auf die Sims 4. Dann wurde kurz angekündigt, dass PGA Tour im Frühjahr 2015 erscheinen wird, auf das Golfspiel gehe ich jetzt nicht näher ein. Mirror's Edge natürlich, wunderbar, eine Mischung aus Real-Life-Trailer und In-Game-Trailer, wobei ich nicht glaube, dass das wirklich In-Game war, sondern nur ja, dieses Motion-Capturing ein bisschen gezeigt hat. Am Ende halt nochmal Face gesehen, das Gesicht zumindest und ja, nichts Neues an Bildmaterial, was einen jetzt umhauen würde. Aber dass es kommt, ist ja schon mal ganz gut. Kurz darauf wurde dann schon FIFA 15 vorgestellt. Ich muss sagen, es sieht nicht unbedingt viel besser aus als FIFA 14 auf den Next-Gen-Konsolen. Was natürlich gut ist, ist, dass es auch endlich für den PC in vernünftiger Grafik rauskommt, auch wenn ich es mir für den PC niemals kaufen würde. Aber dass die PC-User endlich mal mit der Ignite-Engine konfrontiert werden, ist ja schon mal was Gutes. Der Trailer an sich, ihr werdet das wahrscheinlich im Hintergrund sehen, sieht gut aus, sieht solide aus, wie immer bei FIFA. Wo FIFA 14 rauskam, sah das richtig bombastisch aus. Jetzt ist das schon wieder irgendwie nichts Neues. Haut mich nicht vom Hocker. Kaufen werde ich es mir wahrscheinlich schon, weil ich die aktuellen Daten gerne haben möchte. Ja, und ich bin auch bereit, dazu Geld auszugeben. Allerdings keine 70 Euro. Und ja, solide, aber auch keine Ankündigung, die mich umhaut, weil es kommt ja sowieso. Das war doch schon klar. Zum Schluss wurde dann nochmal Battlefield Hardline vorgestellt und ab sofort ist die Beta für PC und PlayStation 4 verfügbar. Ja, da könnt ihr euch anmelden unter battlefield.com. Wer Battlefield 4 für die PlayStation 4 besitzt, kann an der Beta direkt teilnehmen. Was ja eigentlich schon mal super ist, macht bestimmt schon richtig Bock, aber ich bin bei Battlefield seit Battlefield 4 extrem skeptisch. Ich finde es schon mal sehr gut, dass nicht mehr DICE verantwortlich ist, sondern Visceral. Aber, ja, da muss EA aber noch ordentlich Überzeugungsarbeit bei mir leisten, bevor ich mir Battlefield Hardline hole. Also, den Release werde ich nicht miterleben bei dem Spiel. Aufgrund der Erfahrung von Battlefield 4 einfach. Ich glaube schon, dass es ein richtig gutes Spiel werden wird. Die Singleplayer-Kampagne, weiß ich nicht, ist ja immer nur so ein Sahnebonbon, was man dazu bekommt. Es ist nun mal Multiplayer-Spiel schlechthin. Und ich denke, das wird wieder solide. Ich hoffe, dass der Start endlich mal funktioniert. Dann könnte es eine richtige Bombe werden. Und dann war die EA-Pressekonferenz auch schon ziemlich schnell vorbei. Also, ich muss sagen, es war eine solide Pressekonferenz, aber vollkommen ohne Überraschungen. Ja, Star Wars Battlefront wäre eine Überraschung gewesen, wenn man Bildmaterial gesehen hätte. Mass Effect war eine kleine Überraschung, aber man wusste ja schon, dass es kommt. Und es wurde auch zu wenig gezeigt, um eine richtige Überraschung zu sein. Ja, und dann, ne, geht es auch schon zum nächsten Abschnitt.
Dann sind wir bei der Ubisoft-Pressekonferenz und die starten direkt mal richtig mega fett mit Far Cry 4 ohne jegliche Ankündigung. Ein super Trailer, was heißt Trailer? Es waren die ersten 5 Minuten aus Far Cry 4, wo der Bösewicht sogar vorgestellt wurde. Und das ist echt ein echter Psychopath, er kommt super rüber, macht einen mega krassen Eindruck. Also ich persönlich fand die ersten 5 Minuten von Far Cry schon mal sehr, sehr geil. Und auch die Moderation der Pressekonferenz war super lustig und unterhaltsam gemacht. Ja, nach Far Cry 4 ging es dann weiter mit Just Dance. Ja, ich bin nicht der Tanzbär, würde ich mal behaupten. Aber als gesagt wurde, dass über 100 Millionen Spieler seit 2009 dieses Spiel gekauft haben, ja, das wird schon seine Fanbase haben und wahrscheinlich auch zu Recht. Mich persönlich interessiert es eher nicht, deswegen machen wir direkt weiter. Ja, dann ging es weiter mit The Division und The Division sieht super aus. Ich hoffe sehr, dass das Ingame-Grafik war. Auch wenn ich glaube, dass das schon sehr gerendert aussah, auch für Next Generation noch. Aber ganz ehrlich, der Trailer, der von The Division gezeigt wurde, war einfach awesome. Man sieht in diesem Trailer im Zeitraffer den Zerfall von New York City. Es ist unglaublich stimmungsvoll in Szene gesetzt worden, wie dieser Virus ausbricht. Erst ist es noch gut und es ist zur Weihnachtszeit und es wird ein Weihnachtslied gesungen, dann bricht die Sängerin in Tränen aus, bis sie ins Röcheln übergeht. Und das ist einfach so gut in Szene gesetzt und der Trailer hat so Bock gemacht einfach, aber leider dauert es noch bis 2015, bis The Division endlich rauskommt, bis ich es endlich zocken kann. Ja. Kann man nichts machen, sieht auf jeden Fall mega geil aus. Danach ging es dann mit einem Trailer von The Crew weiter. Ich muss sagen, das Rennspiel sieht wirklich gut aus. Ja. Ich bin, wie gesagt, kein Rennspiel-Fan, absolut nicht. Aber ich muss gestehen, The Crew sieht wirklich verdammt schick aus. Ja, erst wurde das so auf nasser Fahrbahn gezeigt. Ich glaube, sogar Schnee wurde gezeigt. Dann ging es rüber in die Wüste. Alles war dreckig und dann ging es in Stadtrennen. Das sah wieder sehr gut aus und ja, das wurde halt im schnellen Vorlauf gezeigt. Da konnte man jetzt nicht so richtig sehen, wie weit das Geschwindigkeitsgefühl rüberkommt. Aber sah auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Erinnert ein bisschen an Need for Speed, aber hat schon seinen eigenen Charme. Aber wie gesagt, ich kann dazu nichts sagen, weil ich kenne mich einfach gar nicht mit Rennspielen aus. Der erste Blick sagt mir, dass das ein richtig gutes Rennspiel auf jeden Fall werden kann und Rennspielfans, ja, sollten da wohl mal zugreifen. Weiter ging es dann mit Assassin's Creed Unity. Dazu habe ich natürlich in der Microsoft-Pressekonferenz schon alles gesagt. Es wurde nur ein Trailer gezeigt, kein Live-Gameplay und der Trailer war genauso stark wie das Live-Gameplay, alleine wie die ganzen Charaktere, wie so eine Masse an so detaillierten Charakteren da rumlaufen kann, ist schon sehr, sehr beeindruckend. Aber ich will nicht näher drauf eingehen, weil ich bin schon bei der Microsoft-Pressekonferenz. Und ja, wir gehen einfach mal weiter im Text. Aber halt, nein, ich habe Quatsch erzählt, denn es gab sehr wohl Live-Gameplay zu sehen. Und das sah genauso überragend aus wie das Multiplayer-Gameplay. Diesmal war es aber, glaube ich, Singleplayer, wenn ich mich recht erinnere. Und es war wieder eine Masse an Leuten da. Das ist einfach unglaublich, wie flüssig das jetzt schon läuft. Also ich habe kein Ruckeln gesehen. Es hat zwar einmal geruckelt, aber ich glaube, das lag an dem Stream, den ich geguckt habe. Also wirklich, wirklich awesome. Danach wurde, glaube ich, Shape Up vorgestellt, ein Fitnessspiel für die Xbox, wenn ich mich nicht täusche, kommt das auch nur für die Xbox raus. Da gehe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht drauf ein, weil das auch nicht hier zu meinem Kanal und überhaupt nicht in die Let's Play-Szene passt. Es passt zwar irgendwo in die Gaming-Szene, aber ist irgendwie nicht relevant. Wenn es einen interessieren sollte, dann sucht einfach Shape Up bei Google, da findet ihr mit Sicherheit einiges am Material, auch von der E3. Hier gibt's dazu eigentlich soweit nichts mehr zu sagen, denn, ja, wie gesagt, was soll's.
ist halt ein Fitnessspiel mit, ja, Musikunterstützung, keine Ahnung. Ich glaube, da gibt es sogar eine Tanzmatte auch wieder für und man muss darauf seine Schritte machen. Ich habe mich da nicht so mit beschäftigt. Ich glaube, ich habe da mir irgendwas zu essen gemacht in der Zeit, wo das lief. Aber wie gesagt, wen's interessiert, einfach mal Google anwerfen. Nach der Tanz- und Hüpforgie wurde dann Valiant Hearts gezeigt. Ein Kriegsspiel, was mit der Engine von Rayman Legends und Child of Light laufen soll. Es geht da um den Krieg und ja, es macht eigentlich einen guten Eindruck. Ist halt was anderes. Sieht alles ein bisschen anders aus. Das ganze Design ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber nicht schlecht. Also es dauert, glaube ich, auch nicht mehr lange, bis Valiant Hearts rauskommt. Denn diesen Monat, am 25. ist es schon soweit. Und ja, ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich glaube, dass man so zwischendurch auf jeden Fall nett spielen kann. Macht einen netten Eindruck. Und ja, vielleicht habe ich ja Bildmaterial, dann habt ihr das jetzt gesehen. Falls nicht, springen wir einfach zum nächsten Thema. Dann gab es eine Überraschung auf der Ubisoft-Pressekonferenz. Rainbow Six Siege wurde angekündigt. Eine ganz frühe Alpha-Version von einem Multiplayer-Match. Und das sah so geil aus, ehrlich, das war der absolute Burner. Natürlich war das sehr gut in Szene gesetzt auch. Das muss man natürlich im Hinterkopf behalten, dass das einfach nur darauf abgezielt war, zu begeistern. Und das hat das Spiel echt geschafft. Es sah nicht besonders toll aus eigentlich, aber diese Atmosphäre war richtig, richtig fett. Da kann man gar nichts gegen sagen. Ubisofts Pressekonferenz war auf jeden Fall von den Blockbustern her mit am stärksten bis jetzt. Also Microsoft war ja eher schwach. EA war gut, war eine gute Pressekonferenz, aber hat man eigentlich so erwartet, was da vorgestellt wurde, ne? Mit ein paar Überraschungen vielleicht, aber so richtig Überraschungen waren es nicht. Aber Ubisoft, richtig, richtig fette Titel im Gepäck, also da darf man sich auf einiges freuen. Ubisoft hat in meinen Augen bis zu diesem Zeitpunkt, und ich habe das gerade live gesehen alles, und jetzt lasse ich das nochmal Revue passieren, und bis jetzt, und ich habe große Hoffnung noch in Sony, denn ich glaube, Sony wird auch nicht gerade geizen mit Blockbustern. Da bin ich richtig gespannt drauf. Das war's erstmal für Ubisoft und für diesen Part hier, denn der ist schon lang genug und ich glaube, Sony wird so auf die Kacke hauen, dass das auch mal mindestens so 10 bis 20 Minuten in dem Rahmen in Anspruch nehmen wird. Dann kommt noch Nintendo und damit wir für die zweite Folge noch ordentlich Material haben, werden wir Sony und Nintendo im nächsten Part bearbeiten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem kleinen Rückblick vom ersten Tag. Freut euch schon mal auf den zweiten Tag. Der wird mit Sicherheit richtig fett mit Sony und Nintendo. Ich verspreche mir von beiden sehr, sehr viel. Von Sony sowieso sehr viel. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Rinje hauen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.